Was machen wir jetzt? Wir hängen jetzt bei allen Aufgaben fest gerade. Ja, wunderbar gemacht, das stimmt. Trotzdem möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht. Verdammt. Huch. Ja, wahrscheinlich, aber ich weiß ja nicht, worauf sich das wirklich bezieht, weißt du? Wo ist er ja eigentlich? Der Ping selber, ups, warte. Wir haben einmal einen Ping zwischen 33 und 67 Sekunden. Das ist in der inneren Hülle. Im Biobereich ist ganz weit weg gegenüber 67 und 100. Wir haben im Wohnbereich ist wieder dichter dran. Kommandobereich ebenso dicht. Es liegt im Gemeinschaftsbereich 0 bis 33 Millisekunden. Das ist die eine Code. Wenn man sich das anguckt im Kommandobereich, Quatsch, im Gemeinschaftsbereich. Naja, hier die Sachen. Ping zu anderen Orten ist 33 gegen den Ring, Netzwerkbüro in der inneren Hülle. So, der Ping im Gemeinschaftsbereich, das ist am Erdemuseum. Ja. Das ist am Erdemuseum, das ist hier. Und zum inneren Hülle A ist er 33. Halt passen. Ah ne, Netzwerkbüro. 67 ist der zum Bio. 33 zum Bahnhof Gemeinschaft. Dann ist er relativ dicht dran. Der Bahnhof ist hier. Und Netzwerkbüro ist hier. Das könnte schon passen. Hier kommen wir aber nicht rein. Oder wir nehmen einfach das Erdemuseum. Ich logge jetzt das Erdemuseum ein. Was soll ich anders machen? Ich komme gefühlt nicht weiter.
Hast du ihn gefunden? Zeig mal her. Wir schicken ein Team hin, das sich dort umschaut. Ich sag dir Bescheid, wenn sie was finden. Ich glaube nicht, dass es der Ort ist. Ist daneben. So, okay. Ja. Dann haben wir noch das... Nava sagt uns nichts weiter. Rose haben wir schon gesprochen. Nur Farmer Orland und sein Kollegen hatten, sein Kollege hatte Zugriff darauf und sein Kollege hatte ein Alibi. So. Aber den Kollegen können wir nicht auswählen. Der Kollege ist der Papa von, oh Gott, wo ist er denn? Von ihr hier. Aber guck mal, die ist in der Wohnung R3B. Vielleicht gehen wir mal zu R3B, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas... Häufig im Navigationsraum, oder? Ja. Ich habe unter anderem einen der Tische diese Packung mit Schmerzmitteln gefunden. Hast du sie schon mal gesehen? Ich... Nein, habe ich nicht. Angeblich gehört sie Lehrer Simon. Ist das möglich, dass er sie dort verloren hat? Das glaube ich kaum. Lehrer haben keinen Zugang. Ich habe auch nie einen dort gesehen. Das habe ich mir schon gedacht. Danke. Das sind seine Tabletten. Das würde beweisen, dass er da war und vielleicht in die Sache involviert ist. Hier ist nichts. Mist. Noch irgendwas? Über unseren Vater. Oder aber über die Farm. Ich dachte, das ist vielleicht... Achso. Über ihren Zustand will sie auch nicht sprechen. Na toll. Ob wir über Nava mit Eldridge sprechen? Ich habe sonst keinen Plan, ich weiß nicht. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Holzweg.
Ich brauche Hilfe. Ich nix zu wissen. Hier fehlt, warte mal, hier sind ja noch mehr. Aber Dorian haben wir auch nicht. Was er sich gerade. Ich stecke voll in der Sackgasse. In der Sackgasse. Und sowas in der Sackgasse. Wer hat die Schmerzmittel in den Navigationsraum gebracht? Bitte weise eine Person als Lösung. Tja, also ich würde ja sagen. Ja. Und hier war es der Vater. Denn es gab bloß zwei Leute, die Zugang dazu hatten. Und dann kann es ja nur der Vater sein. Es ist an der Zeit, dass alle mitbestimmen können, wie wir unser Zusammenleben auf der Sephir gestalten. Es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam unsere Ziele festlegen. Schon bald werdet ihr eine Entscheidung treffen müssen. Seid ihr auf unserer Seite oder auf der Seite der Crew? Tja. Verboten, wir dürfen es nur hier benutzen. Das ist nur eine Regel, aber ich schwöre, dass wir sie noch nie gebrochen haben. Noch nie, auch nicht vor vielen Jahren, nicht seit ich aus der Navigation hierher gewechselt bin. Zumindest wüsste ich nichts davon. Aber das Problem ist, wir haben keinen Hinweis auf den verstorbenen Vater. Ich will aber nirgendwo nachgucken. Warte mal.
Ich möchte auch nicht falsch tippen. Und sie kann überhaupt nichts sagen hier. Gut, der ist klar. Ist das überhaupt die Tochter? Ja. Ich habe keine Ahnung davon eine Menge. Ich gehe mal in mein Zimmer. Vielleicht brauchen wir unsere Katze dafür. Das ist jetzt keine große Hilfe. Ich hänge hier wirklich fest. Und wie gesagt, ich will nicht nachgucken. Hä? Falsche Richtung. Ich weiß nicht, wie du reingekommen bist, aber ich bin so froh, dass du da bist. Warum läufst du immer wieder davon? Ist der langweilig hier drin? Ich dachte immer, dir gefällt es in der Wohnung. Ich lasse dich ab und zu raus, okay? Aber pass gut auf dich auf, da draußen kann es ganz schön gefährlich werden. Obwohl du gut allein klarzukommen scheinst. Erst mal, kleiner Schatz. Streiche. Genau du. Was suchen? Hänge wirklich fest. So, also, Navigator behauptet, dass er an der Bar war. Wir haben das bestätigt, dass die an der Bar waren. Julia, Orlin und Josef. Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht fehlt mir noch irgendwas beim Reden oder so. Ändert aber nichts an dem anderen Problem noch. Thank you.
wo ist Nylia? Ach so, gucke ich gleich. Wo ist Nylia? Ich habe unter dem Tisch da drüben eine Packung mit Schmerzmitteln gefunden. Weißt du, wem sie gehört? Zeig mal! Meine ist es nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass irgendjemand hier Schmerzmittel nimmt. War Simon jemals hier? Der Lehrer? Na, natürlich nicht. Verstehe, danke. Okay, warte mal. Ich habe diese Packung Schmerzmittel unter dem Tisch gefunden. Ich habe schon mit einem Kollegen darüber gesprochen. Ja, stimmt mit meinen Kollegen in allen Belangen zu. Hier hat nie jemand Schmerzmittel genommen und Lehrer Simon war nie im Navigationsraum. Wo ist Nylia? Achso, die ist unten, glaube ich, ne? Kann ich leider nicht sehen. Da steht bloß, auf dem Aufkleber steht, dass Simon verschrieben wurde. Aber ich kann nicht sehen, was das ist. Ich habe im Navigationsraum etwas gefunden. Hat jemand von euch diese Packung mit Schmerzmittel schon einmal gesehen? Leider nein, Chief. Ich auch nicht, tut mir leid. Ist das wichtig? Sie wurde Lehrer Simon verschrieben. Er sollte eigentlich keinen Zugang zum Navigationsraum haben. Hat er auch nicht. Ich habe ihn noch nie dort gesehen. Und du, Erik? Nein, natürlich nicht. Hm, okay. Assistenz Navigator Nylia, ich muss etwas Persönliches fragen, wenn das okay ist. Klar. Wurde dir kürzlich irgendein Medikament verschrieben? Ja, mein Antihistaminrezept wurde erneuert. Danke, von wem? Arzt Destina, warum? Ich muss mir für einen Fall ein paar Krankenakten anschauen. Okay. Okay. Ingenieur Erik, ich muss dich etwas fragen, wegen eines Falls, den ich gerade ermittle. Okay. Wurde in letzter Zeit Medizin verschrieben? Nein, seit einer Weile nicht. Ich habe mir beim Stromausfall nur ein paar Kratzer zugezogen. Nichts, wofür es sich lohnen würde, zum Arzt zu gehen. Mein Sohn ist aber vermutlich gerade im Krankenhaus. Er geht einmal die Woche zum Check-up hin, um neue Medikamente zu holen. Die Ärzte nennen seine Krankheit interstellare Dystrophie. Er kommt einfach nicht zurecht mit den Lebensbedingungen im Weltraum. Das habe ich gehört. Tut mir leid. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Wird es nicht, Chief. Wird es nicht. L2C. Das wäre wahrscheinlich das hier. Und Nylia ist wo? L3C. Die steht da oben drauf.
Antihistaminika. Aber irgendwas, was Gleiches. Guck mal hier. Die 55 und die 55. L2D. Oh. L2C. Ja, 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 das ist die Mutti. Das ist was und das ist das Medikament. Wer ist L2? Also, wir wissen jetzt auf einer L2C, das Medikament ist gegen Raumkrankheit. R3C ist die Raumkrankheit. Jetzt wird ein Schuh draus. Mensch! Das heißt, wenn die 13, L3C und das ist obsolet. So, dann haben wir nur noch 228er oder 255er. Gucken wir mal, wer L2D ist. L2C ist, weil der Sohn L2C ist, okay. L4B ist nicht drin. Wir brauchen rechts 2A. Rechts 2D. Hier ist Rob. Und hier ist Lob. Wir müssen noch andere befragen. Okay, pass auf. Jetzt wissen wir ja, worauf es ankommt. Ich frage sie jetzt selber. Aber wir sind jetzt auf der richtigen Spur. Wir machen jetzt Ausschlussverfahren und wissen dadurch, was die an Medikamente bekommen haben. Hä? Doch, da oben. Danke. So, ich muss einfach die Leute befragen. Warte mal. L2D und R2A. Tijan. Tijan und... Aaron. Aaron. Oh oh. Wehe. Weh, er erschüttert mein Vertrauen.
Poramia Aaron, ich habe eine ungewöhnliche Frage an dich. Schieß los, Chief. Wurde dir kürzlich irgendeine Medizin verschrieben? Das ist ziemlich privat, findest du nicht? Es würde mir sehr bei meinen Ermittlungen für einen Fall helfen. Okay. Wie du weißt, habe ich vor ungefähr einem Monat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Seither habe ich gelegentlich Kopfschmerzen und Destina hat mir letzte Woche endlich Schmerzmittel verschrieben. Ich habe sie in den letzten Wochen mehrmals darum gebeten. Danke, dass du mir das erzählt hast. Okay. Damit wissen wir, R2A, die 55. Schmerzmittel. Wir brauchen also den L2D. Und Tijan, aber Tijan hat doch da überhaupt nichts zu suchen. Ja, wo der so rum-T-Shirt. Ist er denn nicht? Das ist der Arjun. Wo ist ein T-Shirt? Nee, Destina konnte ich nicht ansprechen gerade. Ach so. Ja, ich könnte sie fragen, wo Tijan ist. Da. Entschuldige, ist Ingenieur Tijan hier? Er ist gerade gegangen. Weißt du, wo er hin ist? Zurück zu seinem Posten im Verteilerraum B. Mit drei R's in der inneren Hülle. Er hat gesagt, er will sich den Stromausfall näher anschauen und sein PDA suchen. Ja, wir haben da sein PDA. Ich und die Jungs daheim, wir schießen immer so Viecher. Und ich dachte, ich schau mal rein, wo ich doch gerade da bin. Er ist auf alle Fälle hier. Ingenieur Tijan, wie geht's dir? Ganz okay, Chief, danke. Im Krankenhaus konnte man mir schneller helfen, als ich gedacht hatte. Das ist schön zu hören. Hast du irgendwas Neues über den Stromausfall herausfinden können? Noch nicht. Da Arjun im Krankenhaus ist und zwei Verteilerräume unzugänglich sind, ist es etwas schwierig. Die Kapitänin hat mir vorhin eine Nachricht geschrieben. Sobald ich etwas Relevantes herausgefunden habe, erstatte ich ihr Bericht. Ingenieur Tijan, gehe ich recht in einer Annahme, dass dir Schmerzmittel verschrieben wurden? Ich meine, du hast gesehen, wie ich vor ein paar Stunden noch ausgesehen habe. Richtig geraten. Mir wurde Schmerzmittel verschrieben. Also ihm. Welcher Arzt war für dich zuständig? Destina, warum? Ich muss mir für ein paar, Krankenakten anschauen. Viel Erfolg damit. Danke. Jetzt haben wir aber nur sichergestellt, dass das Schmerzmittel ist.
So, wir wissen also 2 und 55. Ah, Moment. 2R3C 55. 2R3C 55. Ah. 2R3C 55. Ich glaube, jetzt haben wir's. Zwei R3C 55. Mist. Warum? Er ist R3C. Weil ich denke, dass er das hat fallen lassen. Ach so, oder der Lehrer. Aber was ist der Lehrer? L3A. Wieso 1R3? Wie kommst du auf... Nee. Aber wenn es das Rezept für den Lehrer ist, warte mal, vielleicht liegt es daran. Ist L3A. L3A steht hier nicht drauf. Dann machen wir mal 2 L3A 55. Das wäre R3C. 1L3A55. Ich habe einen Treffer, Paul. Also war es die Mutter oder was? Ich habe den Eintrag gefunden, nachdem ich gesucht habe. Ach so, meinst du es? Ja. Sieht so aus, als ob die Schmerzmittel tatsächlich Lehrer Simon verschrieben wurden. Von Arzt Jaha. Ich muss sie damit konfrontieren. Gute Arbeit, Stell. Arzt, ja, ich muss mit dir reden. Chief, gerade ist wirklich die Beste. Den Krankenakten zufolge hast du Lehrer Simon Schmerzmittel verschrieben. Aber alles deutet darauf hin, dass das nicht stimmt. Ja, weil sie das auf ihn gebucht hat. Kannst du mir das bitte erklären? Chief, ich höre. Die Leute bekommen nicht, was sie brauchen, okay? Die Obergrenzen für manche Medikamente sind lächerlich und ich bin es leid, das beim Ethikkomitee anzusprechen. Ich hatte Patienten mit chronischen Schmerzen, die ihr wöchentliches Kontingent in gerade mal 2 Tagen aufgebraucht haben. Also habe ich die Medikamente anderen Leuten verschrieben, die sie nicht brauchen. Auf diese Weise ist es im System nicht aufgefallen. Lehrer Simon weiß also gar nichts davon, dass ihm Schmerzmittel verschrieben wurden? Nein, er hat damit nichts zu tun. Wie ist die Packung dann im Navigationsraum gelandet? Arzt, ja, diese Information ist wirklich wichtig für mich. Ich kann dir nicht mehr verraten, aber du musst dir sagen, was du weißt. Ich habe mit Ingenieur Ascher zusammengearbeitet. Er kommt oft her, um seine Medikamente abzuholen. Eine zusätzliche Packung hier und da hat keinen Verdacht erregt. Wir sind ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir manche Dinge ähnlich sehen. Deswegen hat er angefangen, mir dabei zu helfen, zusätzlich Schmerzmittel an die Menschen zu verteilen, die sie wirklich brauchen. Sein geheimer Vorrat ist im Navigationsraum, wo er arbeitet. Das ergibt Sinn. Wahrscheinlich ist die Packung rausgefallen, als der Ring angehalten hat. Danke, dass du mir die Wahrheit erzählt hast. Das muss aufhören. Lass uns das System verändern. Du hast die Regeln gebrochen.
Oh Gott. Ich glaube, das ist so ein Entscheidungsding gerade. Das ist, glaube ich, verknacken. Das ist, wir ändern das System. Das muss aufhören. Weiß nicht. Okay, ich bin mal fürs Ändern des Systems. Lass uns zu einer Sitzung des Ethikkomitees gehen und das Problem ansprechen. Die Regeln müssen geändert werden, sodass du nicht mehr gezwungen bist, drumherum zu arbeiten. Wirklich? Das wäre fantastisch schief, danke. Okay, ich glaube, damit machen wir nichts verkehrt.